Abend, Herr Hoff von mir, herzlichen guten Abend hier im Sängerheim in Wolfsburg. Ist ein wunderbarer. Mein Name ist Hermann Josef Franzen. Ich wohne in Waldrach, habe dort 35 Jahre ein Unternehmen zu teilen. Ich will Bürgermeister in der VG Ruhr werden und das ist auch meine volle Absicht. Bin ich davon überzeugt, wie vielleicht viele hier heute Abend im Saal, dass auf kommunalpolitischer Ebene die beste Idee, das beste Konzept und die beste Lösung Vorrang vor parteipolitischen Kalkül haben sollte. Ich bringe für dieses Amt 11 Jahre politische Erfahrung in der Kommunalpolitik mit. Und meine politischen Ziele sind, hier in der Verbandsgemeinde zunächst einmal wieder Ruhe und Vertrauen in die Verwaltung zu bringen, denn das war in den letzten 2 Jahren etwas abhanden gekommen. Und da muss wieder dran gearbeitet werden. Dann habe ich als weiteres Ziel die Installation eines Ratsinformationssystems. Wichtig ist mir, dass unsere Attraktivität in den Dörfern erhalten bleibt, dass es dort eine gute Grundversorgung gibt. Als Stichpunkte will ich nur hier einige nennen, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung, gute Schulen, Ausbau des ÖPNVs, der Breitbandausbau. Ich stelle mich zur Wahl als Bürgermeisterin, weil ich unsere Heimat, die Verbandsgemeinde Ruhr, als attraktiven Wohnort und Wirtschaftsstandort erhalten und ausbauen möchte. Dabei ist für mich insbesondere wichtig, dass die Verbandsgemeinde Ruhr für junge Familien.